auf, und zwar jetzt geht's nach Gibraltar, dann möchte ich nach Ronda und dann schauen wir mal, wie weit ich nach Cordoba komme, wo ich die Dings anschauen möchte, die Moschee. Aber das wird wahrscheinlich erst morgen werden. Ich guck mal, wie weit ich komme, weil ich möchte ein bisschen kurvenreiche Strecke fahren heute. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin in Gibraltar angekommen, was für mich etwas ganz Besonderes bedeutet. 2024 bin ich mit meinem Cousin von Kernenried in der Schweiz mit dem Rennrad hierher gefahren. Das war eines der größten Abenteuer meines Lebens. Heute erreiche ich diese britische Enklave im Süden Europas alleine und mit ganz anderen inneren Voraussetzungen. Staring at a map where I can't read the legend. I question every man. Hier im Hintergrund die, ich weiß nicht, ob es eine Moschee ist von Gibraltar. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich mit dem Fahrrad hierher gekommen von Kernenried. Jürgen, mein Cousin und ich waren damals in 12 Tagen diese 2400 Kilometer von Kernenried hierher nach Gibraltar gefahren. Ohne Begleitfahrzeug. Aber ich muss euch sagen, es war ein Krampf. Das ging jetzt mit dem Motorrad besser. Wobei ich muss sagen, durch diese Stadt durch, boah, das macht man halt auch, damit man einfach hier war. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass ich bald da raus bin. So um 11 hoffe ich, dass ich wirklich auf dem Land bin. Und dann geht's nach Ronda. Ich schaue mich noch ein bisschen hier um. Oh, Bilder gibt es nicht wahnsinnig viel zu zeigen. Gehen wir mal, war eher so ein persönliches Ziel. Gehen wir weiter. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow? Also ich bin jetzt in Ronda. Tja, was soll ich euch sagen? Ich habe es etwas verklärter in Erinnerung gehabt, als wir hier mit dem Fahrrad durch sind. Muss ich mal schauen, ob ich diese schöne Brücke sehe, die alte. Ronda ist eine Stadt auf einem Berggipfel in der andalusischen Provinz Malaga in Spanien. Sie besitzt eine atemberaubende Lage oberhalb einer tiefen Schlucht. Diese Schlucht El Tajo teilt die Neustadt, die ungefähr aus dem 15. Jahrhundert stammt, von der Altstadt aus der Zeit der maurischen Herrschaft. Die Puente Nuevo, eine Steinbrücke über der Schlucht, die ich jetzt suche, bietet einen wunderbaren Aussichtspunkt. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours is in mine, that energy goes today.
The feather in the fire will blow it home your way. Ooh, mother, open your arms. Ooh, mother, this madness has begun. Ooh, mother, reach for my heart so I can feel your essence in me. How to unfold. Rezeption gefunden, 38 Grad. Ich habe einen Campingplatz. Oh, ich muss nicht bis gerade überfahren. Und es ist brutal heiß. Und sie sind freundlich. Und jetzt probiere ich einen Zeltplatz zu kriegen. Hoffentlich ist er nicht gerade in der Sonne. Und dann trinke ich ein Bier. Und es hat ein Schwimmbad. Und es hat ein Schwimmbad. Ich gehe nachher ins Schwimmbad. Oh, bin durch. Also. Bis nachher, ich melde mich dann. Ja, Wäsche gewaschen, das muss eben auch sein. Und das vergisst man manchmal. Jeden Abend wird die Wäsche gewaschen. Das ist noch von gestern, die ist nämlich nicht ganz trocken geworden. Und ja, das Lager ist aufgebaut. Heute kochen wir mal wieder. Selber. Jetzt bin ich hier in Andalusien und ich genieße es wirklich. Ich genieße es. Ich hatte überhaupt noch keinen Tourcaller. Die zu Hause fehlen mir schon manchmal, muss ich sagen. Aber so der Tourcaller wie ich den schon kenne, so nach ein, zwei Wochen, dass ich denke, oh Mann, komm, lass mir heimgehen. Habe ich nicht. Ich freue mich wirklich noch auf die nächsten 10 Tage. Und ich verrate noch nicht, was ich alles mache. Morgen vielleicht, das kann ich sagen. Ich bin hier 50 Kilometer vor Córdoba. Morgen geht es nach Córdoba und da möchte ich diese Moschee, oder was ist das, eine Moschee, ich weiß ich gar nicht, was dann genau schaue, anschaue. Und dann geht es weiter. Wird da wegen weiter aus dem Land raus. Naja, ich habe... Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie es geht. Jetzt gehe ich schwimmen. Meiner Gecko, der mich hier bei der Dusche überrascht hat. Ist doch herzig, oder? Ich glaube, man hat die Krise, wenn sie das sehen. Statusbericht heute Morgen. Absolut stürmische Nacht. Also das Zelt steht noch relativ wildgeschützt, aber die Olivenbäume drumherum, das rauscht, das ist total romantisch. Ja, stürmisch. Vielleicht ist es einfach ein starker Wind, weil die großen Bäume, die bewegen sich gar nicht so stark, aber es tut schon. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Was mache ich heute? Heute geht es nach Córdoba. Ich habe, glaube ich, noch 50 Kilometer bis Córdoba und dort möchte ich mir die Basilika anschaue. Ich zeige es euch dann. Ich erzähle euch dann auch ein bisschen was dazu. Ihr habt das irgendwo im Internet entdeckt gehabt und möchte mal anschauen. Und danach geht es dann zurück Richtung Küste raus, Richtung Granada. Da habe ich auch noch ein, zwei, drei Ziele, die ich anfahren möchte. Wenn es der Temperatur so bleibt, das wäre natürlich genial. Aber ich glaube, das wird heute wieder so ein richtig fetzen heißer Tag mit 37, 35, 37, 38 Grad. Und ich muss euch sagen, wenn es über 35 geht, merkt man auf einmal, dass ganz egal, wie viel Schlitze man an seiner Jacke aufmacht, es kühlt nicht mehr. Es ist einfach permanent zu heiß. Naja, aber lieber so als viel zu kalt. Weil dann vergeht einem die Freude noch viel schneller, weil einem alles irgendwie wehtut. Naja, beeil mich mal, dass ich wieder auf die Kiste komme. Schön, seid ihr wieder dabei. Viel Spaß beim Film.
Pokémon. Ja, okay. Buenos días. Gracias. Also ich bin jetzt schon die ersten 100 Kilometer gefahren. Ich bin nicht nur 50 Kilometer vor Cordoba gewesen, wie ich gedacht habe. Und bevor ich jetzt hier das anschaue, möchte ich erst frühstücken. Das muss jetzt sein. Also jetzt hetzt man nur von einem Punkt zum nächsten. Also erstmal Frühstück. Die Mezquita-Kathedrale von Córdoba wurde im 18. Jahrhundert unter Emir Abd ar-Rahman I. auf den Überresten einer westgotischen christlichen Kirche gebaut. Er wollte, dass Córdoba Byzanz und Bagdad in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Kunst übertrifft, denn von dort musste er nach der Entmachtung seiner Familie in Damaskus flüchten. Über mehrere Jahrhunderte hat die Moschee dank der Beiträge von anderen Kalifen noch größere Dimensionen angenommen. Die gestreiften Bögen aus Backstein und Stein werden durch 856 Granit- und Marmorsäulen gestützt, die aus römischen und westgotischen Ruinen stammen. Die Sonnenstrahlen bilden eindrucksvolle Lichtspiele mit den Säulen und Bögen. Im Jahr 1236 wurde die Moschee dann zu einer christlichen Kirche, denn Córdoba wurde durch Ferdinand III. Von Kastilien erobert. Die Christen entschieden sich damals dazu, die Moschee zu erhalten, anstatt sie zu zerstören. Denn sie erkannten ihre Schönheit an und führten neue Räume und Denkmäler hinzu. Später jedoch bereute er dies und sagte zu denen, die um seine Erlaubnis gefragt hatten, übersetzt: Ihr habt gebaut, was überall gebaut werden konnte, aber ihr habt etwas in der Welt Einzigartiges zerstört. Nach kurzer Zeit und einigen Kilometern bin ich wieder auf dem Land und genieße das Grün. Die Häuser, den Verkehr und die vielen Menschen vermisse ich nicht. Ich liebe diese Einsamkeit, durch die ich hier mit meinem Motorrad und meinen Gedanken fahren darf. Mit dem Bau der Alhambra wurde im 9. Jahrhundert begonnen. Ein Großteil der Anlage wurde jedoch erst im 14. Jahrhundert von den Nasridenkönigen Yusuf I. und Muhammad V. errichtet. Zunächst diente sie als Wach- und Aussichtspunkt, später wurde sie zu einer Palastanlage ausgebaut. Die Paläste, Türme, Mauern und Gärten der Alhambra vermitteln dem Besucher einen Eindruck von längst vergangenen Zeiten mit all ihren Geschichten und Legenden. Die Alhambra ist in drei Teile gegliedert: der Zitadelle, den Palästen und den vorgelagerten Gärten. Nach der Eroberung durch die Spanier ließ Karl V. auf dem Gelände der Alhambra einen Renaissance-Palast errichten, der jedoch nie fertiggestellt wurde.
Heute beherbergt er das Museum der schönen Künste und das Museum für islamische Kunst. Als schönstes Zeugnis maurischer Baukunst in Europa gelten jedoch die Gärten und Bauten der islamischen Herrscher. Schlanke Säulen, durchbrochene Formen und fantasievolle Stuckverzierungen prägen die Bauten, harmonische Bepflanzungen und Wasserspiele die Gärten. Ein Spaziergang durch die Alhambra ist wie ein Märchen aus 1001 Nacht und erinnert mich teilweise an Marokko. Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn mehr englische und alte Rosen ihren Platz gefunden hätten. Die kräftigen Farben der modernen Rosen finde ich nicht unbedingt passend. Aber das ist meine persönliche Meinung. Statusbericht. Keine Lust zum Kochen. Naja, was soll's. Bestellen wir jetzt Schnecke und nachher so ein spanisches Spieß. Die Fahrt heute war ja, heiß, aber ich muss sagen, es hat mir gefallen, es ist nicht so viel Verkehr gewesen. Und von Cordoba zurück habe ich wegen Umweg über Jaén wahrscheinlich. J-A-E-N. Könnt ihr unten reinschreiben, wie man es ausspricht. Also der Campingplatz hier ist einfach, aber zweckmäßig. Also schön ist, anders. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man hier so zum Beispiel zum Fahrradfahren oder zum Wandern hier oben ist, das sicher gar nicht schlecht. Und die WC-Anlage und alles, das sind wirklich tipptopp. Ich bin aber alleine hier, also ich meine, das ist gerade dahinter. Hier. Und wenn man da rausgeht, da vorne ins Eck, ich war gerade schon beim Restaurant und die haben wirklich, Schnecke war sehr fein und aus Fleisch, was sie gemacht haben, war gut und Kartoffeln und Gemüse dazu, war perfekt. Ich denke mir, morgen will ich hoch auf Sierra Nevada und dann geht's nach Tabernas und schön seid ihr dabei. Bis morgen. Tschüss.